Folge Nummer 56. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass wir wieder dieses Spiel spielen können. Ja, schauen wir mal, was hier unsere ganze Welt hier so macht. Wir hatten letztes Mal hier oben noch das Problem, dass hier nicht weitergebaut wird. Das ist nochmal schlecht. Es ist aber alles auf 9 und keiner traut sich dahin. Da ist offen, kann man also durch. Hier ist es noch einigermaßen gut. Ach so, Strom hatten wir auch noch Geschichte, dass wir da irgendwie mit Transformatoren arbeiten müssten. Wir produzieren hier unten ganz viel, Strom mit Erdgas. Das funktioniert aber auch nicht. Wie sieht es denn mit unserem Kochding da aus? Funktioniert das? Ja, der würde funktionieren, wenn es dann Rohstoffe dafür gibt. Das ist unser nächstes Problem. Wo war denn dieser lange Schacht? Wo dann diese Pflanze runterfallen könnte? Mirthleaf-Samen. Wo waren das? Hier ist er, da. Wächst. Pinscher, Pfeffer, Pflanze, einmal. Und wenn die hier runterfällt? Kohle, Phosphorit, Granit, Magma, Sandstein, Leiter, isoliertes Rohr, Wasser. Ja, dann ist Wasser schon das Letzte, okay. Hier sieht man, ist auch schon wieder was kaputt. Irgendeine Leitung oder sowas wahrscheinlich. Was machen die Jungs eigentlich? Achso, wir haben auch ein Essensproblem gehabt. 4400 geht aber gerade so. Ich glaube, das größte Problem sind aber die Keime, die wir jetzt in den Griff kriegen müssen. Hier sind überall Keime drauf. Hier gibt es auch Keime. Hier unten ist eine keimhaltige Flasche. Und überall sind schon die Aufträge zum Reinigen. Hier ist auch, glaube ich, schon passiert was. Hier der Kühlschrank ist versaut. Das hier ist auch alles nicht so dolle. Ja, was machen die Jungs? Prioritäten. Wo fehlt es denn da dran? Also angreifen brauchen wir nicht. Lebenserhaltung macht er hier. Umschalten. Ist auch eingegeben mit ihm her, dem Koch. Doktorfähigkeit hat jemand, das hat jemand, das hat jemand. Was ist hier mit Dekorieren? Dekorieren hat niemand. Otto wäre derjenige, der wahrscheinlich da am nächsten dran ist. Forschung ist, Bedienung ist, Landwirtschaft ist, Viehzucht ist, Bauen ist, Graben. Ist auch. Versorgung. Gibt's auch hier zweimal. Okay, das ist eigentlich alles gegeben. Was haben wir denn hier so mit Räumen eigentlich? Okay, es gibt Räume, die tatsächlich schon funktionieren. Also dadurch ist man ja auch zufriedener. 3200 haben wir nur noch mit Essen. Was ist das für ein Raum? Erholungsraum. Sehr schön. Ist tatsächlich mit den Pflanzen sogar ein Erholungsraum. Essen, das ist noch ein Problem. Hier sind aber ein paar Früchte reif. Was macht unser Schutzanzugsystem hier? Da kommt es auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum es nicht vorangeht. Ziegel, Gasleitung. Na, hier müssen die Anzüge erstmal produziert werden. Ist aber auch schon auf 9 und passiert nichts. Ah, ist das schwierig. Wo sind denn unsere Wasserstoffgeschichten hier? Die laufen auch gar nicht, ne? Wie sieht deine Leitung aus? Wasser nicht, sondern Luft brauche ich. Da war jetzt gerade mal einmal angesprungen. Lüftungsoverlay. Ne, das war Material. Okay, da läuft jetzt was. Und wir produzieren wieder ein bisschen Strom. Erdgas passiert da oben gar nichts, ne? Hier ist auch Wasserstoff drin. Der Filter technisch auch noch da oben läuft. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir das mit den Batterien besser in den Griff kriegen, mit dem Strom. Ja.
Ja, Essen wird gerade 5000, das wird also besser. Was macht unser Sauerstoff insgesamt? Oh, der ist natürlich nicht so dolle, ne? Das wird immer schlechter. Hier oben ist natürlich einigermaßen noch, hier ist es aber schlecht. Das heißt, wir müssen unbedingt gucken, dass wir diese hier ans Laufen kriegen. Mach da mal einen fertig von, bitte. Wie sieht das denn mit Anschluss da aus? Die brauchen Wasser, ne? Sanitär. Rohr. Wo kriegst du es weg? Gute Frage, ne? Eigentlich hier, oder? Kommt der da dran, wenn ich das dahin mache? Wahrscheinlich nicht. Halt, stopp. Da muss eine Brücke hin. Die muss umgedreht werden. So. Ah, Prio haben wir natürlich nicht geändert, ne? Ist auch gut. Komm, jetzt. Bastelt da einer dran oder nicht? Essen 6300 ist gut. So, was machen die beiden jetzt hier? Die gehen beide hoch. Einer erntet da, beide ernten da. Super. Ist das denn so hoch priorisiert, dass sie da immer ernten gehen? Nicht wirklich. Er tut jetzt hier pflegen. Und der ist da raus. Hier geht es auch nicht voran, dass der Raum fertig wird. Ist auf 9. Wer ist denn hier mit Fertigkeiten und Graben unterwegs? Oder, naja, das ist jetzt hier. Oh Gott, guck dir das an, schlecht. Okay, er ist ein bisschen besser geworden. Und hier, ach, da können wir sogar einen machen. Pflanzenpflege, Viehzucht. Was machen wir da? Kunstgrundlagen. Da gibt es aber überall ein, bis auf verbessertes Bauen haben wir noch nicht alle. Hier gibt's was. Hier gibt's nichts. Hier gibt's jemanden, da auch. Hier sind überall welche, bis auf die Klempnerei. Ah, da wäre wichtig, dass da einer eine Rohrentleerung macht. Forschung bin ich jetzt dann. Ich glaube, wir müssten langsam drüber nachdenken, dass wir da Design machen, damit die besser werden. So, er hat hier noch einen. Herzchen sind alle durch. Und hier sind die Herzchen da oben. Er könnte hier die Klempnerei im nächsten Schritt noch machen. Da kriegt er Stress. Dann lassen wir das erst sein, oder? Also tendenziell neige ich gerade dazu, die Priorität mit 1 auf die ganze Farm zu machen, auf die ganze Anlage zu machen. Um dann nochmal neu anzugehen, was wir machen. So, jetzt ist alles auf 1. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Farm höher setzen, damit wir Essen kriegen, ne? Also hier gehen wir mal auf 6. Hier gehen wir auch auf 6. Mit der Kühlung. Essen sehe ich auch als wichtig an. Machen wir auch auf 6. Ich weiß nicht, wofür Schlafen und sowas jetzt hier steht. Also wahrscheinlich zum Saubermachen, ne? Das machen wir auch auf 6. Hier ist noch mehr Essen. Machen wir auch auf 6. Jetzt hatten wir hier noch was mit 6. Das ist auch gut. So, Strom kriegen wir zurzeit nur hier unten von. So.
Hier ist Desinfizieren, glaube ich. Dann machen wir das auch auf 6, genauso wie da. Das ist jetzt erstmal wichtig. Das Tierfutter ist wichtig, damit die nicht sterben. Und hier unten ist auch noch einer. Wo ist er? Der geht auch auf 6. So, wir wollen das fertig kriegen. Jetzt machen wir mal was ganz krass fertig werden soll. Das machen wir auf 9, damit das mal fertig wird. Und die 6 war noch hier. Und das hier war wichtig, damit da der Sauerstoff kommt. So. Hier haben wir natürlich auch noch 6. So, jetzt bin ich gespannt, ob es da auch irgendwann vorangeht. Wieso ist denn er da? Ach, der ist der dritte. Krass. Ich war davon ausgegangen, dass da keiner drin ist. Ja, da gibt es einen, der jetzt baut endlich. Das ist ja schon mal was. So, wenn das gebaut ist. Kommt auch auf 6. Da oben ist fertig, das heißt, diese 3 können auch weg. Gut. Essen ist wichtig, das haben wir auf 6 gestellt. Wie sieht es jetzt hier mit denen aus? Da kann man noch nichts ändern, ne? Die sind immer noch schlecht drauf, der auch. Der geht so. Der Oberste hat ja schon genug Stress, ne? Hier gibt es Essen, das ist gut. Yvlamba 3909 ist jetzt nicht das Optimale. Hier wird weitergebaut. Schade. Dauerte. Aber jetzt kommt der nächste und macht es, oder? Dann wird die Schleuse fertig. Ist schon mal gut. Da kommen 2. Okay, sieht so aus, als ob das da fertig werden könnte jetzt gerade mal. Und dann können wir ja sowieso da... Ach, da ist noch einer, der muss noch auf 9. Okay. Okay. Kriegen wir die Schleuse mal fertig? Nee, ne? Sauerstoff fehlt, super. Das bedeutet, wir machen das hier definitiv auch mal gerade auf 9, damit das fertig wird. Wir Anzüge kriegen. Wo läuft er jetzt hin, weil er keinen Sauerstoff kriegt? Super. Okay. Okay. Wie lange schafft das da? Okay, der Stein ist auch fertig. Und die Schleuse dauert natürlich ewig da. Verhungern tun 2. Er muss jetzt hier unbedingt striegeln, der Mieb. Okay. Da unten gibt es wohl Sauerstoff. Also dieser Strom, der läuft ja immer, ne? Überall ist das Erdgas schon. Das ist auch nicht so dolle. Wir sind hungrig, weil sie keine schmutzige Luft kriegen, ne? Wie ist denn das mit dem Sauerstoff? Da kommt nur daraus der verschmutzte Sauerstoff. Das ist Erdgas. Ist nicht so toll, ne? Die sind jetzt gerade am Pennen, oder? Ja, alle. Und haben hier keinen Sauerstoff. Wo ist denn der Sauerstoffgenerator? Hau den mal voll. Und der geht auch definitiv 9.
Die sind dann nämlich nicht ausgeruht, da haben wir ein großes Problem. Pumpe hat keinen Strom. Wo kommen wir denn an? Lüftung? Ne, das war nicht Lüftung. Das war Lüftung. Kriegen wir das Ding ans Laufen wieder? Hier. Prioritäten. Der muss 9 sein. Den machen wir auch auf 9. Der kommt schon. Er hat Hunger. 800 Kalorien. Wer verhungert denn jetzt hier gerade? Er und sie. Aber Essen ist doch auf 9, oder? Es ruckelt gerade ganz schön stark. Keine Ahnung warum. Zack, Matschregel machen. Zack, kochen wir auf 9. Kupfererz aufgenommen, okay. Okay, hier wird dann gleich Sauerstoff gemacht. Das dauert natürlich ewig. Sauerstoffproduktion. Er macht hier den Dreck in die Luft noch. Die kriegen jetzt genug zu essen. Oh, da ist zu. Das bedeutet, wir können das mal abreißen. Und zerlegen. Passt dann schon. Essen 0. Hier muss geerntet werden, Leute. Wieso ist es nur auf 6 und nicht auf 9? Das überall auf 6 macht, lass das auf 9 machen. Hier Essen ist wichtig. Sieht zu, dass ihr was zu essen kriegt, Jungs. Hallo, bitte was essen. Jetzt verhungert nur noch einer gerade. Und das ist Otto und Otto holt sich gerade was zu essen. Dann geht's ja. Otto, reicht, wenn du einen aberntest und den erstmal isst. Bevor du hier stirbst, ey. Otto, nimmst du auch was zu essen mit? Zwei, vier haben wir zu essen. Und Sauerstoffmangel. Warum holt er jetzt Erde? Warum geht er nicht essen? Weil er jetzt düngen muss, oder was? Otto hat aber gar keinen Hunger mehr. Wie hat er das denn jetzt hingezaubert? Naja, ist auf jeden Fall gut. So, hier fehlt auch noch Strom. Kabel. Kabel auf 9 und Kabel so. Kostet was wolles, auch wenn es überlastet ist. Und Wasser. Müssen wir Prio ändern für Wasser hier auf 9. Und er wird überhaupt nicht fertig mit dem Anzugsteil.
Ja, kein Sauerstoff, super. Keime werden auf jeden Fall weggemacht. So, da geht's weiter mit dem Anzug, das ist auch gut so. Sandstein aufgenommen und da wird jetzt leitungstechnisch was getan. Wir haben wieder keine Kalorien, das ist schlecht. Wer hat denn den hohen Stress hier? Harold nur. Harold macht gerade ordentlich die Keime weg. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz verkehrt. Boah, das Ding dauert ja ewig, bis es fertig ist, ne? Und die Leitungen da dran dauern genauso lange, ne? Und dann brauchen wir diese ganze Geschichte auch auf 9. Okay, jetzt geht's da voran erstmal. Wie sieht's mit Essen aus? Schlecht. Können wir hier jetzt was machen? Nein, er nicht. Und aber er. Haben wir? Haben Er kriegt noch Aufräumen dazu. Gut, läuft erst. Also die Leitung dazu, die werden schon fertig. Noch die Brücke, dann kann der Dingens laufen, wenn er Strom hat. Fehlt hier noch ein Schnipsel. Okay, das ist nicht auf 9, dann machen wir das auf 9. Ist die Brücke auf 9? Ja, die Brücke ist auf 9. Jetzt wird hier der Anzugapparat fertiggestellt. So, die Schmiede ist fertig, die braucht jetzt noch Strom. Okay, die kommen alle, jetzt ist Freizeit angesagt. Okay, da kommt die Leitung für den Strom. Auch ein Stück weiter. Halt, ist die Rutsche bald kaputt oder die Leitung? Ich weiß es nicht. Na, er ist dann ganz ordentlich am Hüppen, weil Trommelfell kaputt ist, oder? Was machen wir hier mit? Ich glaube, da setzen wir die Prio auch hoch. Wenn einer krank ist, dass das auf jeden Fall geheilt wird. Da kommt schon einer. Ach, sauber machen ist das. Okay, ist auch gut. Wir haben ein Sauerstoffproblem auch noch. Ah, das ist richtig kompliziert. Hier ist kein Rohstoff drin, das ist schlecht. Oder Generator mal hoch machen. Aber ein bisschen Saft ist in der Batterie drin. Versuch mit Sauerstoff in giftigen und schwer atembaren Umgebungen. Versorgt Duplikanten mit Sauerstoff in giftigen und schwer atembaren Umgebungen. Das ist alles das Gleiche. Aluminium ist leicht, ich weiß nicht. Können wir nichts herstellen, wenn kein Rezept in der Warteliste ist.
Überhitzung der 15 Temperaturisierung Eingänge aktiviert, deaktiviert die Quasi. Schutzanzüge können mit Sauerstoff gefüllt werden, damit Blutwirt dann sicher gefährliche Gebiete betreten können. Eigentlich ideal, ne? Atemschutzanzug Aluminium mit 300 Kilo. Schiffsklasse 2 Einheiten, 19 Einheiten. Da ist jetzt gerade was aufgegangen. Graben, Skalierungsschwelle. So, das ist das, was wir haben, da oben 300. Was ist denn der Vorteil daran? Schildfaser. Ich glaube, das ist, wenn ich das sehe, ändert sich dann nichts außer das Material. Mach da 8 Stück mal von. Zack. Wir haben aber gar nicht so viele Schränke wahrscheinlich. Kupfer wurde aufgenommen und Kupfer wird da reingebracht. Sehr schön. Leider ist da noch kein Strom da. Wie sind die Prios jetzt hier? 9. Ja. Ist hier unten was passiert? Nein. Der Raum ist für die natürlich zu klein, ne? Sauerstoff kriegen sie, also schmutzige Luft kriegen sie auf jeden Fall genug. Das heißt, die kriegen genug zu essen und produzieren dadurch. Was war das? Sehe ich jetzt leider nicht. Zahm, hungrig, gepflegt, glücklich, unerreichbar. Die macht neu irgendwas, ne? Was schieden die denn noch aus? Algen oder Schleim? Schleim kann man zu Algen machen. Also zu, ja, doch zu Algen machen und dann kriegen wir Sauerstoff dadurch. Ja, dann müssen wir gucken, ne? Hier unten geht's auch nicht weiter, aber wir müssen erst zusehen, dass wir die Schutzanzugsgeschichten fertig kriegen. Wer baut das denn jetzt hier? Keiner? Prio? 9. Aber es kommt nichts. Jetzt wird da gerade wieder was gebaut, okay. Jetzt ist Strom da. Nicht konfiguriert. Anzug liefern. Wartet auf Anlieferung. Das ist schon mal gut, dass wir da schon so weit sind. So, jetzt wird die Sauerstoffleitung dazu produziert. Das ist gut. Hier, der ist gleich kaputt. Hier fehlt noch ein bisschen Strom, ne? Otto läuft da runter. Ah, der geht wahrscheinlich Tiere pflegen oder was? Nee, der macht da irgendwelche Leitungen unterwegs noch. Nee, der düngt. Kann da einer mal den Strom hier noch anschließen? Hätte Vorteile. Er kriegt nämlich alle keinen Sauerstoff. Ist hier Sauerstoff drin? Ich glaube ja, ne? Vielleicht sollten wir da mal die Tür auflassen. Und die Leitung ist fertig. Wieso gibt es hier noch keinen Strom? Achso, weil da ein Fitzelchen noch nicht gelegt ist. Oh Mann, ey.
Er holt Wasser. Ne, er geht da lang. Okay, geht wohin? Geht dahin. Und macht da sauber, damit es Sauerstoff gibt. Okay. Die Batterie ist voll. Essen 3000, 4000, gut. Oh, hier haben wir noch vielleicht ein Hilfspaket. Blaupause. Eis. Ja, aber wir müssen, können das Eis können wir nehmen, weil die anderen ist super, dass die da sind, aber den können wir nicht am Leben halten, ne? Der wäre gut. Ja, aber ich kann den nicht ernähren. Glaube ich. Das ist das Problem, was wir haben. Graben erhöht, kann angreifen, das wäre egal. Schläft regelmäßig ein, das ist dann nicht so schön. Maschinen erhöht. Also der wäre schon nicht schlecht hier, ne? Aber kann ich den ernähren? Ich glaube nicht, wir nehmen das Eis. Und das Eis machen wir da gleich rein, wa? Geht da noch was? Ich glaube nicht, ne? Ach, da sind zwei andere auch noch aufgestiegen. Also er sowieso nicht. Hat schon genug Stress. Okay, dafür müssen wir das hier verbessern. Oder Forschung. Wir wollen ja auch zu dem. Dann würde ich mal sagen, machen wir das erst. Aufräumen ist natürlich auch cool. Machen wir lieber aufräumen. Und er hier. Die Doktorfähigkeit. Doktorfähigkeit haben wir auch erhöht. Verbessertes Bauen. Barney hat Elektrotechnik. Ist schon das Bessere. Das ist ästhetisches Design oder verbesserte Landwirtschaft. Ich glaube, dann nehmen wir ihm den. Er hat das bessere Grillen. Das passt schon. Hier ist das beste Forschen schon drin. Astronomie ist das, glaube ich. Und er hat schon Viehzucht 2, ne? Das ist der Hut, oder? Ja. Und hier haben wir noch den Harold mit Schutzanzugstraining. Ist wahrscheinlich das Beste, oder? Super schweres Graben hat er. Ja, lass das so. Aber er hat Stress ohne Ende. Den müssen wir eigentlich entstressen. Der muss einen schicken Anzug mal anhaben, vielleicht, oder sowas. Gut. Deko ist natürlich schlecht. Wäre jetzt schön, wenn es hier noch ein bisschen weitergeht mit dem und dem und dem. Was macht er jetzt oder sie oder wer es auch immer ist? Kein Sauerstoff, super, oder? Wir haben ein Sauerstoffproblem. Essen 1600. Hier 84, 82, 88. 93, 87, okay, das geht einigermaßen. Oh, wir kriegen ja eine Kühlung. Vielleicht wächst dann was. Er isst auf jeden Fall was. Körpertemperatur geht ein bisschen runter, oder? Naja. Was passiert hier? Nix, ne? Da ist auch zum Glück schon was reingekommen. Der Strom wird da auch aufrecht gehalten.
Ah, hier unten hat es das Eis auch reingepackt. Düngung und Körpertemperatur. Wie ist denn die Körpertemperatur hier? Hat die Farm. Weiß nicht, wenn das kühler wird. Muss mal gucken, ne? Die Prioritäten sind schon wieder irgendwie dahin. Keime. Gibt's überall. Sind aber eigentlich alle in Griff, oder? Hier ist nix. Macht eigentlich einen guten Eindruck. Dieser Raum ist verkeimt, den müsste man mal sauber kriegen. Desinfizieren, kann man hier was desinfizieren? Wahrscheinlich nicht, doch da. Noch funktioniert das hier unten. Wachsen tut es hier nicht. Die Farm hat wie viel Grad? 30,4 ist noch zu warm. Hier wird schon wieder schlecht. Pharma-Dingens, was ist das Problem? Wachstum stoppt Luftdruck. Okay, jetzt haben wir da ein Luftdruckproblem. Da ist was zu essen auf jeden Fall fertig. Wir haben 1600. Es wird werden. Nur wann? Hier ist bestimmt Sauerstoff schlecht. So sieht's aus. Wo kommt das weg? Hier weg. Kein Strom. Kein Strom. Der hat Strom, aber da kommt nichts raus. Haben wir keine Algen mehr? Aber wo sind die Algen hier? Kann man gerade so schlecht sehen, ne? Gehen wir mal hier auf das Dunkle. Algen, 0 Kilo. Haben wir den auf 9? Haben wir den Schleim? Schleim, 0 Kilo. Bringt also auch nichts. Können die hier nicht mal mehr kacken? Das bedeutet, der muss definitiv laufen. Da fehlt nur das blöde Stromkabel, ne? Gehen wir Prio 8 her. Prio hier. Prio 8. Machen wir die wieder auf 8. Ist wichtig, aber es gibt Spezialaufträge, die wichtiger sind. Haben wir die 9er weg? Ne, der war schon 9, das war schon richtig. Die haben nur 6. Der hat 9. Das lassen wir 9. Ja, ich glaube, jetzt ist erstmal so, wie ich es mir vorstelle. So, jetzt muss das doch klappen, oder? Dass die das passende bauen. Was hat er da in der Hand? Oder sie? Ah, Schleimregel. Den gibt es jetzt hier oben. Und da oben wird gebraten, das ist schon mal gut. Und er bringt da noch einen hin, das ist noch besser. Hier ist ein Dingens kaputt gegangen. Prio 9. Kupfererz aufgenommen, das bedeutet, vielleicht geht es hier weiter. Da wird jetzt die Brücke gemacht, das ist doch schon mal was. Dann läuft der vielleicht mal irgendwann an. Da kommt auch jetzt da das hin. Sehr gut.
Da wird Kupfererz geliefert. Die Brücke, was hat die für eine Prio? Auch 9. Hier wird gekühlt. Ob das jetzt Sinn macht, ist die nächste Frage. 30,5. Die Frage, ob das mit dem Eis so weit runtergekühlt werden kann. Ist das auch 9? Ist auch 9. Hier wird produziert. Da kommen wieder zwei. Was machen die? Okay, da wird der Dingens Stromanschluss endlich fertiggestellt. Und da wird die Brücke fertiggestellt. Das heißt, da müsste jetzt Sauerstoff gleich kommen. Strom. Wieso funktioniert das nicht? Weil alles keinen Strom hat. Wo ist hier Strom? Da. Kann doch nicht sein, oder? Das funktioniert soweit. Hier wird jetzt nichts produziert, weil hier nicht getreten wird, oder? Prio 8. Da gibt's Essen, das ist gut. Wie sieht's mit Sauerstoff aus hier? Schlecht, da kommt irgendwas anderes raus, aber kein Sauerstoff, oder? Naja. Aber hier ist jetzt Sauerstoff unterwegs. Wo kommt der denn her? Von hier unten? Wahrscheinlich, weil hier offen ist. Okay, hier wird zum Glück mal Strom gemacht. Für den Anzug. Generator. So hat aber kein Strom. Ah, und hier gibt es den ersten Sauerstoff. Endlich. So. Kommt da kein Wasser an? Doch. Das ist schon mal gut. Der geht auch hier hoch, das ist auch gut. Wie weit kommen wir denn mit dem Sauerstoff dann? Ja, könnte da reinkommen. Auftrag sind drinne. Und er kann auch gehen. Hat aber keinen Strom. Die Tür wird dann abgeschlossen, oder? Und dann muss er da lang. Da müssten wir noch einen zweiten Schrank dann kriegen. Ist das hier bei Stationen gewesen? Ja, ne? Na komm, dann machen wir auch gleich den dritten noch dahin. Gehen sogar vier. Dann machen wir vier. Die müssen dann auch dementsprechend angeschlossen werden, oder? Ja. Strom. Und dann brauchen wir natürlich eine Lüftung. Passt. So. Das wird sogar geliefert schon. Das läuft. Gibt es denn hier irgendwo was? Warte, die machen wir mal gerade auf 9. Damit der Raum größer wird, damit die sich da zufrieden fühlen können. Wo wird gebastelt? Hier. Wo kommt der Strom hierfür weg? Da, das bedeutet, der Strom kommt von hier oben. Aber es ist angeblich kein Strom da.
Wo hapert das denn an der Batterie, die da nicht leer ist oder nicht voll ist? Machen wir da auf 8. Ach, guck mal, die sind schon fertig. Cool. Und Strom muss noch angeschlossen werden, aber das haben wir schon gelegt. Okay, die 45 Minuten Folge, alles klar. Da müssen wir da gucken, dass wir das fertig kriegen. Ne? Hier wird auf jeden Fall Sauerstoff gemacht, das ist sehr schön. Das wird auch schon hier schön blau. Hoffentlich geht das auch weiter hoch, das wäre auch schön. Hier gibt es tatsächlich schon ein paar Markierungen und ja, wer weiß, wo es dann da hochschwebt. Ja, müsste man gucken, dass es nicht nachher da verloren geht, aber wir sind guter Hoffnung, oder? Ja, wird werden. Gut. Wo kriegt der denn den Strom weg? Ah, hier fehlt's. Warte, schnell Prio hoch. Dann muss da noch schnell die Leitung gelegt werden, damit da der Strom hinkommt. Dann kann man da auch was arbeiten. Gut, okay, haben wir das erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.